Herzlich willkommen hier zu dem Video. Mein Name ist Hendrik und heute möchte ich dir eine sehr starke kommunikative Technik mit an die Hand geben, damit deine Flirts mit fremden Frauen in Zukunft erfolgreicher ablaufen, dass du mehr Dates hast mit den Frauen, die du ansprichst, dass du mehr Sex hast, mehr geile Abenteuer erlebst, dass du irgendwann mal auch daraus die perfekte Partnerin für dich herausfiltern kannst. Und die meisten Männer sind nicht in der Lage, das, was ich dir jetzt beibringe, in die Realität umzusetzen, weil es an vielen anderen Stellen noch hapert. Aber wenn du das hier einfach machst, was ich dir jetzt sagen werde, wirst du mehr Dates haben mit Frauen. Und das sind Dinge, die funktionieren auch wirklich in der Praxis. Das ist nichts, was sich nur in der Theorie gut anhört, weil ich ein Mann der Praxis bin. Ich durfte die letzten Jahre schon viele Männer dabei begleiten, auch wirklich mehr Frauen kennenzulernen. Ich habe das in verschiedenen Städten mit meinen Coaching-Teilnehmern gemacht, ob das jetzt im deutschsprachigen Raum war, Deutschland, Österreich, Schweiz oder im englischsprachigen Ausland. Es ist echt scheißegal, es funktioniert überall gleich und jeder Coaching-Teilnehmer, der sich für ein Coaching entscheidet und auch solche Dinge unter anderem umsetzt und mit mir zusammen lernt, hat Erfolg. Jeder, der es nicht umsetzt, na klar, kann keinen Erfolg haben. Also, worum geht's heute? Ich möchte heute mit dir darüber reden, wie du es schaffen kannst, mit einer Frau eine gleiche Wellenlänge herzustellen und jetzt nicht über das Thema Rapport. Rapport, das habe ich in einem anderen Thema schon mal erzählt, wo ich das genau in einem Video erklärt habe. Heute soll es mal wirklich nur um das gesagte Wort gehen. Immer ganz wichtig zu verstehen, das gesagte Wort bringt dir nicht allzu viel, wenn alles drumherum nicht passt. Deswegen, beim Coaching machen wir auch alles drumherum, dass sowas dann auch effektiv ist. Ja, es gehören ein paar Dinge dazu, will ich dir jetzt nicht alles erklären, aber wenn alles zusammen ganzheitlich passt, dann ist es sehr effektiv. Wir gehen mal davon aus, bei dir passt das meiste, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie wir das Ganze machen können. Wir müssen uns ja vorstellen, ne? Du sprichst sie an. Ich mache das jetzt ganz simpel hier, dass das irgendwie verständlich ist. Du schwimmst in den Teich, sie schwimmt in den Teich. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist in deinem Teich? Was geht da so ab? Ja, du hast verschiedene Interessen. Gehen wir jetzt mal davon aus, du machst Sport, du bist businessbegeistert, du bist gerne in der Natur, du interessierst dich für Gesundheit, du reist gerne. Das sind jetzt beispielsweise mal meine Themen. Ja, und sie bringt natürlich auch gewisse Interessen mit. Ja, das könnte jetzt sein, beispielsweise, sie liest gerne, sie tanzt gerne, sie fährt gerne Inlineskater, sie ist ein Partygirl, interessiert sich für Mode und studiert Medizin. So, jetzt haben wir hier zwei verschiedene Teiche mit verschiedenen Interessen. So, das Problem ist bei den meisten Männern da draußen, dass sie dann solche Dinge teilweise sogar rausbekommen von der Frau, manchmal auch gar nicht, was schlecht ist, und nicht in der Lage sind, Verknüpfungen herzustellen. Heißt, deine Aufgabe ist es, euch beide in einen Teich zu bringen, dass sie versteht, ey, warte mal, yes, wir sind auf einer Wellenlänge. Das ist ja hier mein Seelenverwandter, ja, jetzt mal ganz übertrieben ausgedrückt. Und das kann man doch einfach machen, weil man muss halt einfach nur mal die Verbindungen erkennen. Beispiel, wenn sie dir erzählt vom Lesen, dass sie gerade irgendeinen Roman liest beispielsweise. So, was würde mir jetzt als allererstes einfallen? Ich selbst lese auch gerne, ich lese aber andere Dinge sehr gerne, aber wenn ich jetzt beispielsweise gar nicht lesen würde, kann ja sein, dass es da draußen Männer gibt, die gar nicht lesen, die können damit nichts anfangen. Musst du trotzdem in der Lage sein, dieses Thema von ihr, weil sie das ja wirklich interessiert, zu verbinden mit irgendeinem Thema von dir. In dem Fall würde ich das so machen, dass ich sage, hey, cool. Also, ich selbst bin jetzt nicht so der belesene Typ, ich höre mir lieber Audiobücher an, aber ey, ich liebe das, wenn ich draußen auf meinen Roadtrips bin und in der Natur unterwegs bin, mir da einfach ein Audiobook reinzuziehen und einfach nur die Natur zu genießen, in der Sonne zu liegen. Kann ich mir bei dir richtig vorstellen, wie du auch dann im Sommer immer im Park sitzt, dir deine Bücher draußen durchliest oder bist du ja so eine, die da zu Hause abhängt. Freches Statement am Ende, immer nochmal, um ein bisschen zu triggern. Ja, das ist kommunikativ auch stark, aber ich verbinde jetzt einfach Lesen mit Natur. Vielleicht ist es bei ihr wirklich so, dass sie draußen abhängt und dort die Bücher liest. Cool, haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich finde jetzt also heraus, ob Natur für sie ein wichtiges Thema ist, weil ich das über ihr Thema ins Spiel bringe. Also ich schmeiße meine Themen, die mich bewegen, die mich interessieren, immer ins Gespräch mit rein. Über ihre Themen. Ja, das ist dann irgendwann so weit, dass du sogar in der Lage bist, zu jedem Bullshit, was zufällig irgendwo gerade aufkommt, deine Themen darüber reinzuschmeißen. Ja, das übe ich ja auch mit meinen Coaching-Teilnehmern. Die müssen das lernen. Denen gebe ich teilweise richtig dämliche Begriffe. Und die müssen dann in der Lage sein, über diesen dämlichen Begriff, über diese dämliche Information, ihre Themen zu verkaufen.
dass das Gefühl entsteht, what the fuck, geiler Typ, warte mal, wir sind auf einer Wellenlänge. Ja? So, jetzt habe ich hier Lesen mit Natur verbunden, ne, als Beispiel, und habe uns dadurch schon mal irgendwie in einen Teich gebracht. Ja? Bap. So, was noch? Klar, liegt auf der Hand. Sport und Inlineskating. Aber natürlich, man muss erstmal drauf kommen. Man muss über die richtigen kommunikativen Techniken auch hier an solche Informationen rankommen. Ja, Beispiel. Wenn du jetzt einfach nur fragst, und was machst du so, wenn du nicht gerade auf Arbeit bist? Das machen ja die meisten. Dann kommt von der Frau meistens nicht viel, weil sie gar nicht auf die Idee kommt, solche Sachen rauszuhauen. Wenn du aber einfach mal erzählst von deinem Sport, ja, beispielsweise kommt jetzt über das Thema Natur auch auf deinen Sport zu sprechen, weil du erzählst, ey, ja, ich bin am liebsten auch draußen im Sommer, wenn ich da trainiere. Ich habe mir da so einen TRX-Schlingentrainer gekauft oder solche Ringe, und das ist echt cool, da kann man auf Reisen dann auch immer trainieren und ja, braucht nicht immer ein Fitnesscenter. Das ist schon echt Hammer. Aber sag mal, machst du auch Sport, weil deine Beine sehen schon kräftig aus, oder? So, dann würdest du dir vielleicht erzählen, dass sie jetzt nicht unbedingt ins Fitnesscenter geht, aber ab und zu Inlineskaten geht und dadurch eben kräftige Beine hat. Also kräftige Beine, damit meine ich sportliche Beine, nicht die fetten Beine. Ne? Gut, das heißt, ich habe jetzt die nächste Information von ihr bekommen. Ey, die macht Inlineskating. Geil, Alter. Feier ich, ja. Ich kann das nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn die das gerne macht und wir uns gut verstehen, dann irgendwann mal mit der rauszugehen. Ich mache meinen Lauf oder ich mache eine Fahrradtour. Sie kann mit ihren Inlineskatern draußen in der Natur rumsteuern. Das ist ja schon mal was uns verbindet. Weil wenn die Inlineskatet, dann ist sie definitiv nicht in der Halle unterwegs, sondern sehr wahrscheinlich auch draußen irgendwo, wo es coole Strecken dafür gibt. Also, ey, perfekt. Habe ich uns wieder in den gleichen Teich gebracht. Über Sport und über Inlineskating. Sowas noch. Ich finde heraus, dass sie Medizin studiert. Vielleicht kannst du mit Medizin nichts anfangen. Vielleicht ist das gar nicht dein Themengebiet. Kann ja sein. So, für mich ist das auch eher so ein Gebiet, was ich grob umrissen gelernt habe in meinem Studium. Klar, aber es könnte ja auch sein, dass es nichts mit dir zu tun hat. Vielleicht bist du ITler. Ne? So, dann könntest du aber trotzdem raushauen, ey, cool, Medizinstudentin. Ja, das heißt, du bist dann auch wirklich richtig hinterher. Da warst du immer die Streberin in der Schule, oder? Da muss man ja gute Noten dafür haben. Ich meine, das, was ich mache, ist komplett anders, aber... Ja, also ich versuche mir da jetzt auch gerade was Eigenes aufzubauen und richtig Gas zu geben, um dann irgendwann mal ein bisschen mehr Zeit zu haben, ein bisschen mehr Kohle, dass man sich auch so seine Hobbys finanzieren kann. Ja, aber das ist doch bei dir bestimmt genauso, oder? Willst du da mal eine eigene Arztpraxis aufmachen oder wie stellst du dir das vor? Ich erzähle was über mich, ich verkaufe mich gut, ja. Gib ihr damit zu verstehen, ey, ich bin Typ, der im Business vorankommen will, ich will was aus meinem Job machen, aus dem, was ich gelernt habe, machen. Ich war mal frech zu ihr, ne? Von wegen Streberin und so weiter. Und unterstelle ihr jetzt einfach mal, dass sie ja auch was Geiles machen möchte später. Und vielleicht ist das so. Vielleicht sagt sie dann auch, hey, ja, ja, klar, also ich habe da auch richtig Lust, eine eigene Praxis aufzumachen oder was auch immer. Und dadurch kannst du dich auch wieder über das Thema Medizinstudium, auch wenn du was ganz anderes machst, in einen Teich bringen. Ja? Es ist wieder die gleiche Wellenlänge. Es ist alles nur Kommunikation. Und das könnte man jetzt mit anderen Sachen auch machen. Ja, mit Mode, mit Partygirl, vielleicht bist du kein Partygänger, aber vielleicht hörst du gerne geile Musik, ja, wer weiß, was du gerne hörst, frag doch einfach, was für eine Musik sie gerne Party macht, so, vielleicht ist das irgendwie übereinstimmt, vielleicht bist du eher so der Rocker, dann erzähl dir von irgendwelchen Rockkonzerten, wo du mal warst, da war sie sicherlich auch schon mal, bab, habe ich wieder eine Verbindung hergestellt, habe ich uns wieder in einen Teich gebracht, ja, du siehst, es liegt nicht daran, dass viele Frauen draußen langweilig sind, sondern meistens liegt es daran, dass du nicht in der Lage bist, die Qualitäten von der Frau zu erkennen. Und selbst wenn du sie erkennst, bist du nicht in der Lage, diese zu verknüpfen mit deinen Qualitäten, um euch beide in einen kleinen Teich reinzuschmeißen. Aber wenn du das kannst, Mann, dann wirst du unendlich Frauen für dich gewinnen können, dann wirst du auch unendlich andere Menschen für dich gewinnen können, weil das genau dasselbe ist. Nur, dass du bei Frauen dann auch mal frech sein musst, sexuell sein musst, dann ist das natürlich auch ein Mann-Frau-Ding. Und das sind kommunikative Skills, die machen dich zu einer Maschine. Kontakte sind alles. Egal in welchen Zeiten, du wirst nie Probleme haben, einen geilen Job zu finden, Geld zu verdienen. Egal, ob du in eine neue Stadt ziehst oder was auch immer. Wenn du sowas beherrscht, kommunikativ stark bist, dein Leben wird ein Traum werden. Kontakte sind alles. Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Du bist nur ein Kontakt entfernt von einem ganz anderen Leben. Stell dir vor, du sprichst eine Frau an, die dir gut gefällt und du kannst das hier und es funktioniert und es wird deine Frau, mit der du so richtig geile Scheiße erlebst. Geile Roadtrips machst du in der Natur, geilen Urlaub, geiler Sex, die sieht gut aus, die mag dich auch, weil du in der Lage bist, dich gut zu verkaufen.
was die meisten nicht können, ey, lern das bitte, ja? Wenn du es richtig lernen willst, dann trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir. Das sind Dinge, die wir auch in der Zusammenarbeit angehen werden. Das sehe ich auch bei fast keinem anderen Coaching sowas. Das muss man wirklich beherrschen, da muss man wirklich einen Sinn dafür haben und das halt auch praxisnah üben können. Wenn du das lernen möchtest, wenn du mehr Frauen kennenlernen willst, wenn du auch alle anderen Themen angehen möchtest, die wichtig sind, um mehr Dates zu bekommen mit Frauen, die dir wirklich gefallen, ist dein Weg, unter dem Video auf den Link zu drücken und dich einzutragen. Dann sprechen wir uns am Telefon zusammen und ich zeige dir auch, wie der Weg für dich aussieht. Da freue ich mich auf dich am Telefon und wenn dir das hier gefallen hat, wenn es dir weitergeholfen hat, freue ich mich auch über ein Gefällt mir von dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.